Call of Duty. Special Pre-Order Edition. Ist aber langweilig, oder? Puh. Ich glaube, das überspringen wir. Das hätte ich gepasst, wenn ich Guantanamo nicht weggedrückt. Dann wir nehmen was anderes. Das Einzige, was Sebastian nicht kann, ist Wir sind alle doof. Was das eine, was er nicht kann, ist Ich nehme das. Keine Ahnung. Das ist irgendwie alles doof. Na gut, dann schauen wir doch mal, was Sebastian nicht kann. Und zwar die vom Energy Drink radioaktiv gelb eingefärbte Pisse trinken. Boah. Gidi Fui. Will er das können? Ich weiß nicht. Ich muss man das können, ist die Frage. Außerdem das kann er auch ein Auswahlkriterium für einen Job oder so, du weißt ja nicht. Nein, nicht, ne? Das also eigentlich widerspricht sich die Frage jetzt, ne? Also was Sebastian nicht kann, das Einzige vor allen Dingen, weil wir ja vier Sachen zur Auswahl haben, aber was kann er denn noch nicht? Sanft und sachte den Penis auf die Stirn der Freundin legen, das letzte Einmal flüstern. Das ist jetzt im Kopf drin, das Vor allem macht er das sanft und sachte. Ne? Ja. Ja, er kann es aber nicht. Demnach. Ne? Klatsch. Macht er das immer Klatsch. Bam. Genau. Klatsch. Hier, nimm meine Schlange. Hast du kommen sehen? Klatsch. Ja, genau so klingt das dann. Aua. Außerdem kann Sebastian auch nicht. Hoffnung. Was? Was? Gut. Kann man machen? Kann man machen? Düdüm, Zonk. Außerdem kann er nicht. Lepra. Oh mein Gott. Ich nehme das hier. Yay. Ich habe nur Scheißkarten. Ja, da musst du mal wegschmeißen, wenn die Scheiße sind. Mach ich doch immer. Ist doch nur Müll dabei. Also. Egal. Warte, oh Gott. Das ist hm. Ich wiederhole, oh. M plus M ist M. Hm. Oh. Müsst ihr da jetzt vier Sachen auswählen? Wollen wir die überspringen? Nee, ach komm, lass ihn. Komm, die ist ganz gut. Oh Gott. Ich glaube, ich habe sogar eine schlüssige Gleichung aufgestellt. Ja, ich auch. Ich habe auch. Ich hab eine wieder sehr, sehr katholische Gleichung aufgestellt. Ja. Moment. Ich wiederhole nochmal die Frage. M plus M ist M. Wo steht denn da M? Falls es jemand vergessen hat. M plus M ist M. Punkt. Vergesst nee. Nicht. Ach doch, Punkt. Entschuldigung. Punkt. Ach du Scheibe. Okay, also schieben wir das mal zusammen. Fangen wir an mit eine vollgewichste Penispumpe plus Kim Jong-il. Nee. Du musst immer eins von einem nehmen, ja. Komplett. Ich finde das so besser. Penispumpe plus Kim Jong-il. Okay, dann nehmen wir das. Das mag zwar lustig sein, aber. Plus einen Röpser erwarten und stattdessen voll auf den Boden kotzen. Ergibt halbherziges Vorspiel. Ja. ist aber zusammenhangsmäßig gar nicht mal schlecht. Ja. Gut, also Kim Jong-il plus ein deftiger Frühstücksdöner ergibt Fettleibiges. Okay. Ja, kann man machen. Kerle, die nicht anrufen, plus ein Leben voller Trauer und Einsamkeit ergibt den Bisschen des so, okay, zum letzten. Alleine Alkohol trinken plus ekelhaftes Übergewicht ergibt auch Kindesmissbrauch. Das ist die Qual endet der Wahl, offenbar. Ja. Witzig wäre es, wenn jeder das am Ende gehabt hätte. Ja. Alles ergibt Kindesmissbrauch. Ich muss auch sagen, ich finde das wirklich am besten. Oh. Kindesmissbrauch? Nein. Der Satzbau. Also. So. Was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Okay, wollen wir das überspringen? Nein, das ist ein ganz wichtiger Satz aus Postel, dem Film.
Okay. Keine Ahnung. Was ist der Unterschied? Kennst du die richtige Antwort? Aber ich hab's hier nicht. Doch. Dann mal weg mal hier. Dün, 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 dün. Ach komm, nimm das hier. Ach komm, hier auf EMB und so. Hau rein. Kannst auch immer noch selber schreiben, Dirk. So, der Unterschied zwischen einer Ente ist, beide Beine sind gleich lang, besonders das linke. Okay. Lass mir das mal so im Raum stehen. Ja. Der Unterschied zwischen einer Ente ist Kartoffel. Das sehe ich genauso. Ja. Der Unterschied zwischen einer Ente ist, sich ein Feuerzeug an den Arsch halten, weil man einen Furz erwartet, aber stattdessen anfängt, Durchfall zu bekommen. Brennt dann der Durchfall oder löscht das Feuerzeug? Ich glaube, wenn es ein Sturmfeuer ein Zeug ist. Das ist auf jeden Fall nicht der Unterschied zwischen einer Ente. Der Unterschied zwischen einer Ente ist nämlich, ihr den Hintern versohlen. Was? Hm. Das ist genau meine Meinung. Yay! Das sagt uns, dass nur Kartoffeln bringt es weiter. Kartoffeln. Was kam zuerst? Hm? Oder hm? Was? Was ist das für eine Scheiße? Ich glaube, das passt. Das nehme ich schon mal nicht. Zwei Sachen, die passen könnten. Das nehme ich auch nicht. Entweder das mit dem oder dies mit dem. Nee, warte mal. Nehmen wir das. Okay. Sekunde, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich viel zu deep für dieses Spiel. Viel zu deep. Sorry. Viel zu deep. Zu deep. Ja. Was kam zuerst? Oh, schon wieder so langer Text. Die leere Dose Viagra von deinem Vater finden und realisieren, dass der Einzige, der bei euch übernachtet, Onkel Fritz ist. Oder der undankbare Job, nach dem Pornodreh den Boden wischen zu müssen. Naja, gucken wir mal weiter. Was kam zuerst? Sexuelle Unterdrückung oder freiwillige Komm, hör auf, gib dem den Punkt. Ja. Was kam zuerst? Weiße oder die AfD aus Protest wählen, weil man selber Ausländer ist? Das finde ich gut. Was kam zuerst? Der gigantische Schwamm. Oder Schein. Selbstmord auf deinen Arbeiten. Let's do it. Let's do it. Ah, hier sind schon ein paar Perschen dabei. Oh, geil. Ah, wir müssen das nehmen. Yay! Das war doch nicht zu deep. Das ist schön. Yay. Ist das deine Ausrede, wenn du was Schlechtes legst, da sagst du einfach, es ist zu deep, ja? Ja. Was hast du aus Mexiko mitgebracht, Danny? Auch alle anderen. Tja. Ich sag nicht Geschlechtskrankheiten. Eigentlich habe ich die perfekte Antwort. Ein Scheiß. Aber das passt irgendwie nirgendwo hin. Das ist auch irgendwie unlustig. Und das hier. Wenn der schon so lacht. Keine Ahnung. So, dann wollen wir mal schauen, was unsere Kandidaten alles aus Mexiko mitgebracht haben. Zunächst war das Frauenwahlrecht. Kann man machen. Des Weiteren haben wir sie mitgebracht. Schon wieder? Schon wieder? Weil die Happy Meal?
Die ist beliebt, oder? Ja, die hat es wahrscheinlich nicht in Mexiko. Wahrscheinlich. Ay, caramba. Ja. Andere, andere. Ja, die sind bestimmt Drogen. Dann wurde noch Donald Trump. Der hat sich verlaufen, aber auf einmal auf der falschen Seite der Mauer. Deswegen will der auch wollte Mauer von der anderen Seite auch ordentlich verputzen. Und zum Schluss wurde noch mitgebracht, die Ziegen. Ah, obwohl ich muss sagen, den fand ich am besten. Yay! Ihr seid doch alle krank. So ein bisschen. Oh. Wer bildet das nächste Superhelden-Gehilfen-Duo? Das ist ja gut, dass ich gar keine Wesen hier als Karte habe. Dann mach doch den nächsten. Wollen wir die überspringen? Ja, mach mal. Nee, das ist egal. Ach, der Grüne, meine. Bei einem Versuch, eine höhere Besucherzahl zu erreichen, eröffnete das Deutsche Museum Bonn eine interaktive Ausstellung über. Ich habe zwei gute. Welche nehme ich dann? Das passt alles, was mache ich denn jetzt? Das passt alles. kann man alles machen. Ach Gott. Keine Ahnung. Na komm, ich nehme den linken wieder. Ich sollte mal ein paar Sachen wegdrücken, damit hier... Links war gut. Irgendwo bei jemandem war was Lustiges kommt. Link war gut. Oder wir nehmen das. Na gut. was hat denn das Bonner Museum für eine interaktive Ausstellung gestartet, um eine höhere Besucherzahl zu erreichen? Dem IS-Beitreten. Ja, das ist auch machen. Eine interaktive Ausstellung. Ja, kann man machen. Ja. Außerdem haben sie ausgestellt, sein eigenes Kind behindert schlagen, um einen besseren Partner zu bekommen. Was? Also, ja, gut, okay. Kriegt man da verschiedene Kinder, ja? Grenzwertig. Ist ja oder interaktiv, ne? Ist ja vor allem interaktiv. Interaktive Parkplätze oder was? Wow. Nee, Kinder. Nee, da wird wahrscheinlich gezeigt, wie du die Kinder behindert schlägst, aber. Ja, ist halt ein Guide, ne? Kannst auch im Internet halt, angucken. Da gibt's bei Tutorial, gibt's auf YouTube bestimmt ein Tutorial dazu. Bestimmt, bestimmt. Ich guck mal nach. Guck mal nach, ja. Außerdem gibt es eine neue interaktive Ausstellung über Holzfäller-Fantasien. Ja, gut. Und zuletzt haben sie eine letzte Ausstellung gestartet, weil die anderen alle nicht so besonders waren. Und zwar über Versuchen mit dem Mund voll Sperma oder an die Freude zu singen. Warum sollte man denn dieses Lied singen? Ich habe keine Ahnung, aber das gefällt mir am besten. Das passt am besten. Keine Ahnung, wo Dirk kommt. Ja. Was hast du gesagt? Deine Musik ist voll laut. Dein Gesicht ist laut. Ja, deine andere Kulturmusik ist ein bisschen, ne? Ich höre halt gern Frauen jaulen. Geil. So, ist ein Hauptnahrungsmittel. Bitte sehr. Oh nee. Ich bin sofort wieder da. Klang. Ich glaube, ich habe das weggedrückt. Ja, dann nehme ich wohl am besten das, was den höchsten Nährwert hat. Ja, ich will nicht wissen, was das ist. Wirst du erfahren. Bestimmt. So. Bin ich wieder da? Ja, ich bin wieder da. Bist du wieder da? So, Sophia kann sich nicht entscheiden. Ja, ich habe nichts, was passt. Und ich wüsste auch nicht, was ich schreiben soll. Also Analperlenketten sind es nicht. Ich habe nichts, was irgendwie... Ich hab nichts anzuziehen. Ganze Schrank ist voll. Oh. Dann schreib doch einfach Heidelbeeren. Nee. Kartoffel geht immer. Genau, Kartoffel. Das passt sogar. Keine Ahnung. So, jetzt hat sie Kartoffel geschrieben. Fangen wir an, da. Verpixelte Bukake ist ein Hauptnahrungsmittel. Ja, da sieht man noch gar nichts. Ja, deswegen... Sperma, selbstverständlich. Ja, viele Proteine. Ungefähr 10 Kilo frisches Pferdesperma. Habt ihr da mit Sperma?
So, ich ahne, worauf das hinausläuft. 20 Kilo. Ein herausgerissenes Genitalpiercing mit dranhängender Eizelle. Also ich sag mal so, von links. Obwohl Nüsse sind gut, die haben viel Gutes. Also es wurde nicht besser. Es wurde eher schlimmer, bevor es besser wird. Vor allem dieses Kopfkino, was man dann immer bekommt, ne? Ja, kriegt ihr am meisten da, deswegen nehme ich das. Oh. Hat doch den höchsten Nährwert von allen. Hat doch den höchsten. Viel hat Eisen. Auch mehr raus, ne? Viel Eisen hat man drin. Noch mehr raus. Hauptsache nickelfrei, ne? Was verstecken so. Meine Eltern von mir? Sagt's mir. Oh je. Oh nein. Oh, das ist alles so Müll. Jetzt weißt du, wie ich mich gerade gefüllt habe. Gefühlt, nicht gefüllt. Gefüllt. Ich habe mich gerade gefüllt. Und meine Eltern verstecken vor mir der größte schwarze Schwanz. Was? Wow. Den größten schwarzen Schwanz. Kann man den verstecken, wenn er der größte ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Teilweise. Da steht in der Ecke mit dem Tuch drüber. Stehlampe. Außerdem verstecken meine Eltern vor mir das chinesische Gymnastikteam. Ja, das ist ein Wandschrank. Wir sind alle klein. Passen wahrscheinlich alle in einem Schrank rein. Aber nur einen kleinen Schrank. Naja, es gehen bis zu 11 Asiaten in den Smart rein, von daher. Ja, stimmt. Weitere verstecken meine Eltern vor mir Teenager-Schwangerschaften. Was? Hä? Das können sie ruhig verstecken. Was verstecken sie sonst noch vor mir? Sie verstecken rostige Nägel auf einem Hügel verteilen, bevor es anfängt zu schneien. Also richtig versteckt unterm Schnee. That's deep. Ich könnte dir sagen, was es nicht sein sollte. Es war klar, dass dir der Schwanz oder gefällt. Nee, der große Schwarze. Der Schwarze, der größte Schwarze. Schwarze, das war das Schwarz. Wort. Schwarz. Mit Strich, 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 Strich gesehen zu werden, ist mir peinlich. Was? Gott, ich muss hier echt mal was reden. Yes. Oh nein. Oh, ich will die Karte machen. Ich will die Karte. Verdammt. Ich hätte was Schönes selber schreiben können. Selber schreiben ist aber doof. Da musst du kreativ das einsetzen, was du kriegst. Ja, genau. So. Mit Donkey Kong gesehen zu werden, ist mir peinlich. Kann ich nicht verstehen. Ich auch. Affen sind doof. Nee. Doof. Mit Harry Potter und die Heiligtümer meines gebleichten Arschloches gesehen. okay. Mit weil das besser Mecha Hitler gesehen. Zu peinlich. Ah, ich habe die Vorschau gesehen von dem zweiten Teil. Die ist so schon ewig alt. Iron Sky, ja, aber jetzt im Kino kamen die richtig so gut. Ja, das wieder eine letztes mir auch peinlich gesehen zu werden mit einem Gutschein für einen eine Gratis-Sektor. So ein Abreißheftchen. Ich muss sagen, das ist jetzt alles nicht so eine Glanzleistung, ne? Tja. Das Beste aus dem gemacht, was man hat. Ja. Ich nehme den Micha Hitler. Yay!